Die Frage, die wir uns heute stellen, lautet: Ist Klaus Mikkelsen in den Vampire Diaries Büchern genauso interessant, genauso stark wie in der Serie? Man kann nicht verneinen, dass Klaus Mikkelsen innerhalb der Serie ein sehr cooler Charakter ist und eine sehr interessante Weiterentwicklung hat. Absolut perfekt von Anfang bis Ende. Sehr gut geschriebener Charakter. Innerhalb der Bücher sieht das alles ein wenig anders aus. In den Büchern ist Klaus Mikkelsen ebenfalls ein Urvampir und auch der Erschaffer von Catherine. Im Gegensatz zur Serie hat er im Buch allerdings keine Urvampirfamilie. Zumindest in dem einen Buch, in dem er drankommt, ist er ganz allein unterwegs. Der Grund, warum er nach Mystic Falls kommt, ist das Ableben von Catherine Pierce. Tyler, nicht Lockwood, sondern Smallwood, wie er im Buch heißt, hat im Buch keine gute Beziehung zu Elena und deren Freunden. Bis zum Ende fließt mehr oder weniger böses Blut zwischen Tyler und Elena. Klaus Mikkelsen ist derjenige, der nach dem Ableben von Catherine in die Stadt Mystic Falls kommt und genau Bescheid weiß, dass Tylers Familie von Werwölfen abstammt und dass Tyler eben genau das in sich trägt. Er zeigt ihm, wie er sich verwandeln kann, und genau das tut Tyler auch und nutzt genau diese Transformation dazu, Elena und deren Freunde anzugreifen. Als Stefan und Damon Tyler dann im Kampf schließlich doch überwältigen, gibt es eine kleine Fragerunde. Und ja, eine der Fragen ist eben, wie er das geschafft hat und vor allem, woher er diese Info hat. Und über das gesamte letzte Buch ist eben Klaus Mikkelsen im Hintergrund einer, der im Schatten lauert. Man sieht ihn bis zum Ende auch nicht. Und es sind immer nur irgendwelche Theorien im Umlauf, was da wohl sein könnte. Stefan kommt dann auch irgendwann drauf, dass es sich bei der ganzen Sache um einen Urvampir handeln muss. Und der Urvampir ist eben Klaus Mikkelsen. Es scheint dort auch keine anderen Urvampire zu geben, zumindest nicht in den 4 Hauptbüchern. Bis relativ weit am Ende hat man, wie gesagt, auch keine Ahnung, wie dieser Gegner aussieht, wie stark dieser Gegner ist. Er scheint einfach, laut den Sachen, die Stefan erzählt, ein extrem starker Vampir zu sein. Was ich sehr schade finde, ist, dass es dort keine Family in dem Sinne gibt wie in der Serie, weil genau das hat den Charakter wirklich ausgemacht. Schade ist auch, wie das Ganze endet. Er ist wirklich einfach der finale Endgegner der Haupt-Vampire Diaries Bücher und wird auf eine sehr merkwürdige Art und Weise ausgeschaltet. Am Ende des 3. Bandes der Vampire Diaries Bücherreihe stirbt Elena unerwarteterweise, weshalb sie bei den Ereignissen des 4. Buches auch kaum bis überhaupt nicht vorkommt. Bonnie schafft es, durch ihre Druidenkräfte, nicht Hexenkräfte, sondern Druidenkräfte, Kontakt mit Elena aufzubauen. Elena weiß von Klaus. Auf eine andere Art und Weise ist Klaus also stärker als in der Serie. Nicht unbedingt krafttechnisch. Elena versucht nämlich während des letzten Bandes immer wieder mit Bonnie zu kommunizieren, aus dem Totenreich. Und Klaus schafft es tatsächlich, in diese Verbindung reinzugreifen. In dem Sinne ist er also auf jeden Fall sehr viel stärker, dass er wirklich in die Verbindung einer Hexe, oder in dem Fall einer Druidin, mit reingreifen kann. Als Klaus erstmal auf Stefan und Damon trifft, ist er ähnlich wie auch in der Serie sehr von seinen Kräften überzeugt. Vielleicht schon ein wenig zu sehr davon überzeugt. Der finale Kampf zwischen Klaus und Damon, Stefan und Bonnie findet auf dem Friedhof von Mystic Falls statt, der sehr vielen Leuten während des Bürgerkrieges das Leben gekostet hat. Der Endkampf wird als sehr, sehr blutig beschrieben. Damon benutzt, anders als in der Serie, sehr oft seine Rabenform, mit der er Klaus öfters angreift. Nachdem alle drei mehr als erledigt sind und Damon kurz davor ist abzukratzen, schafft es Bonnie mit letzter Kraft, die Geister der Toten des Bürgerkrieges auf dem Friedhof auferstehen zu lassen. Und was machen diese Geister? Sie schnappen sich Klaus Mikkelsen und fliegen mit ihm in den Himmel. Tja, Leute, ein sehr, sehr merkwürdiges Ende, vor allem weil direkt danach die tote Elena wieder auftaucht und, wieder lebt. Ich habe keine Ahnung, was da bei dem Ende passiert ist. Es ist sehr aus der Luft gegriffen. Und wenn man es vergleicht mit dem Ende von Klaus Mikkelsen in der Serie, sehr, sehr, sehr schwach.
Vor allem, weil man normalerweise erst die Serie gesehen hat, da die Bücher nicht sehr erfolgreich gewesen sind oder zumindest keinen solchen Erfolg wie bei Twilight hatten. Während dem Lesen der Bücher habe ich sehr darauf gehofft, Klaus Mikaelsen als Namen mal mitzubekommen, und es war auch der Fall. Ich dachte allerdings auch, dass Klaus Mikaelsen selber nicht in den Büchern drin vorkommen würde. Als es dann klar war, dass Klaus Mikaelsen der finale Gegner sein würde, habe ich mich schon sehr, sehr gefreut, weil ich ein Riesenfan von dem Charakter in der Serie bin. Allerdings alles ein bisschen schwach aufgebaut. Ich fand es ganz cool, dass er Bescheid wusste über die ganze Werwolf-Thematik bei Tyler Smallwood in dem Fall, dass er ihm geholfen hat, einer zu werden und ihn dann im Prinzip auch gelenkt hat. Ich finde es auch gut, dass er als so stark dargestellt wurde, dass weder Bonnie noch Stefan noch Damon zu dritt eine Chance gegen ihn hatten. Das Ende von ihm war aber einfach sehr, sehr random. Es ist auch keine Kraft oder Art und Weise, die vorher erklärt worden ist. Es hatte nicht wirklich irgendwas mit den Druidenkräften zu tun, aber irgendwie auch doch. Es ist alles ein bisschen sehr schwammig gewesen und das hätte einfach anders ablaufen sollen. Vor allem, dass Elena am Ende dann doch irgendwie wieder zurückkommt, hat einfach keinen wirklichen Sinn ergeben. Aber nun gut, das war auf jeden Fall der letzte Band gewesen. Danach gab es noch weitere Bände von Vampire Diaries, allerdings alles eher Ableger. Es gibt wirklich vier Hauptbücher und danach ist die Hauptstory eigentlich fertig. So viel erstmal dazu. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video von Vampire Diaries werden auf jeden Fall noch mehrere Sachen kommen und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.